Und damit auch willkommen, die YouTube-Leute, zurück bei Half-Life. Wenn es denn alles funktioniert, Spiel laden, ja gut, ihr habt Bild, sehr schön. Ich bin falsch, fällt mir gerade auf, zack. Das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig. Hoffe ich. Das ist falsch, das ist falsch, das ist richtig. Gut, dass die Aufnahme schon gestartet ist. Wir machen Spiel laden. Ja, einfach Spiel laden. Wann ist der 2015? 2049, 40. Ja, der ist. Ja, okay, wunderbar. Auf geht's! Half-Life 2, Episode 2. Wir spielen es heute durch, wenn es funktioniert. Das ist Half-Life 2, Episode 2, ne? Das ist also ein Zusatzspiel, nicht Half-Life 2 selbst. Beziehungsweise, ja, doch, hat einiges damit zu tun, also. Was dagegen, wenn Doc hier draußen aufpasst? Ach was. Du hast gehört, Doc. Ich will erstmal zu Dad. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, hoffentlich. Eli weiß noch nichts von euch. Er ist im Zugang zu Silo 1 hier lang. Wollen wir? Gib mir mal ein bisschen Leben. Was hast du noch? Was nun? Oh nein, was ist das? Und was jetzt? Alle zurück an die Arbeit. Das ist wieder nur ein Fehlalarm im sekundären okay, Silo. Gehen wir Gassi. Der gute alte Dr. Magnussen. Ja, wohin soll ich jetzt? Ich habe keine. Ach, Hallöchen! Hey! Gordon! Du hast's geschafft! Da! Alex! Ich hab deine Tochter wohlbehalten. Ich würde dich nie wiedersehen. Na, mein Kind, jetzt sind wir wieder zusammen. Wenn nur das zählt. Und Gordon, mein Junge. Ich wusste immer, zusammen seid ihr beide unschlagbar. Ja? Wir sind ein ziemlich gutes Team. Nun, das ist gut, weil, naja, jetzt, wo das Hemfeld weg ist, muss jeder mit anpacken. Warum hat er mir gerade so zugezwinkert? Man verdenken, dass er Enkel will? Was hast du da? Das sieht nur schlimm aus. Mir geht's gut. Bist du sicher? Das sollte sich jemand ansehen. Nein, nein, alles okay. Wo ist Dr. Kleiner? Wir sollten ihm schnell diese Daten geben. Okay. Ja, ja, das sollten wir. Er wird froh sein, mal aus dem Silo rauszukommen. Hier entlang, Gordon. Ja, ich bin. Wenn man ihn und Magnussen sieht, möchte man meinen, sie streiten noch immer um Forschungsmittel. Manche Dinge ändern sich nie. Wissen wir, wie viel Zeit uns noch bis zur Aktivierung des Portals bleibt? Wir wissen es nicht genau. Wir beobachten es weiter. Und die Combine? Werden wir den Start schaffen, bevor sie angreifen? Es ist halt knapp. Schon ein Strider könnte unsere Rakete zerstören. Aber wir sind bereit. Es tut mir leid, dass wir nicht früher hier waren. Keine Sorge, wir werden es schaffen. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Ich bin auch froh. Ich hatte mich wirklich vor, ein kleiner Gütesiegel zu beantragen. Jegliche Probleme wurden durch einen Personal- und Materialmangel verursacht. Und holen Sie gefälligst Ihren Parasiten meiner Rakete! Also wirklich, Magnussen, es gibt keinen Grund, ausfallen zu gehen. Meine Güte, Inai, warum hast du nicht gesagt, dass Sie da sind? Keine Sorge, Sie sind gerade angekommen. Alex, was bin ich froh und vor allem erleichtert, dich endlich hier zu sehen. Und Gordon, ich sehe, du und der Schutzanzug, ihr habt gut aufeinander aufgepasst. Oh, sie sind unzertrennlich. Die Daten, Leute, die Daten! Kleiner, kümmern Sie sich um den Satelliten oder soll ich den Start für eine kleine Familienfeier unterbrechen? Oh Mann. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe bloß kurz Alex und Gordon begrüßt. Natürlich, mir gönnt keiner eine Pause, aber bitte rollen Sie den roten Teppich aus. Meine Güte, ich wollte ja nur... Ach, ignoriere ihn einfach. Also Alex, wo ist das Datenpaket, das du mitgebracht hast? Wenn ich noch länger warte, hört er gar nicht mehr. Da können Sie sicher sein. Hier sind Sie, Dr. Kleine. Wir haben eine Unmenge an Daten. Komisch ist nur, dass Sie an eine Übertragung von Judith angehängt waren. Übertragung? Von Judith? Heißt das, die Nachricht ist nicht angekommen? Wir müssen das sofort sehen. Lasst mich mit der Dekodierung beginnen und dann sehen wir es uns im zweiten Kontrollraum. Du musst dich beeilen. Ja, natürlich. Noch ein Alarm?
Herrgott, kann man hier nicht mal ungestört arbeiten? Hallo, hallo, ist da jemand? Irgendjemand? Na, ein Fehlalarm jagt den nächsten. Verdammte Krähennester. Ich weiß nicht, wie ich mich bei dem Lärm konzentrieren soll. Freeman, Freeman, Sie stehen hier nur rum. Machen Sie sich nützlich und finden Sie heraus, was da los ist. Ach ja, Gordon, es wäre mir lieb, wenn du dir das mal ansehen könntest. Komm zu uns, wenn du fertig bist. Wo? Freeman! Lass mich raten, die Klappe hier. Der Alarm wird die Schutztüren verriegelt haben. Sie müssen also durch das untere Ende des Silos. Ich öffne die Luke, damit Sie runter können. Okay. Sobald Sie unten sind, wird Uriah Sie ins sekundäre Silo lassen. Okay. Dann gehen wir mal. Ich befürchte, der Alarm ist berechtigt. Der Mitarbeiter, warum Sie das nicht selbst geschafft haben. Danke für Ihr Verständnis. Ich wollte gerade sagen, kriegt das nicht zu? Ich mache einfach alles kaputt. Sekundäre Silo zu lassen. Das sekundäre Silo ist über diesen Weg erreichbar. Dankeschön, mehr Informationen brauche ich gar nicht. Achso, vielleicht sollte ich noch. Mir fällt gerade was auf. Einen Moment kurz. Machen wir mal ganz kurz. Nein, machen wir nicht. Doch, da machen wir wohl. Sehr schön. Okay, Um Gottes Willen, warum dauert das so lange, Freeman? Ich kann mich bei diesem Lärm nicht konzentrieren. Diese gefiederten Teufel sind hartnäckiger als alles, was... Aber was ist das? Hey, hier lang. Wohl von Magnussen geschickt. Hilfe! Okay. Oh Gott. Ein Durchbruch. Ein Durchbruch. Achtung an alle Mitarbeiter. Hier spricht Dr. Magnussen. Die interne Basisverteidigung wurde durchbrochen. Wir sind dabei, die genaue Stelle des Problems zu lokalisieren. Dann lass mich raus. Ich komme hier nicht. Ah. Aber zeig, ich komme hier nicht raus. Okay, soll ich mich jetzt lieber verstecken oder soll ich lieber mitkämpfen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hätte ich die Kiste jetzt gebraucht, um hier rauszukommen? Ja, ernst. Was? Wie komme ich denn dahin? Was zum... Wow. Okay, das war mehr als schlecht. Also wirklich mehr als schlecht. Und ich hatte da gerade auch irgendwie nicht ganz drauf vorbereitet, habe ich das Gefühl. Da kommt noch einer. Gerade gesehen.
Aua. Nein, ich höre gerade was viel Schlimmeres. Ich höre gerade was viel, viel Schlimmeres. Viel, viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Ich höre dich. Wo ist das kleine Ding? Da! Da ist aber noch eins. Okay. Solange hier nichts anderes ist, soll ich mal ganz schnell irgendwas einsammeln. Wohin muss ich denn? Dankeschön. Aha, anscheinend muss ich hier lang. Wunderbar! Hab einen Weg gefunden. Zumindest im besten Fall. Oh shit! Das geht genauso wie in Dark Souls jetzt weiter. Scheiße, hat nicht gereicht. Wow. Ist gar nicht explodiert. Ich dachte, das würde explodieren. Ich lag wohl falsch. So ist gar nichts mehr. Ich bräuchte mal dringend irgendwas zur Verteidigung. Ach wirklich? Das ist ja lieb, dass du mir das sagst. Komm schon, dankeschön. Okay, der einer weniger. Wo muss ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich muss. Das ist nicht gut. Habe ich getroffen? Ich weiß gerade nicht, ob der tot ist oder nicht. Ich kann nur hoffen. Also mir sind die menschlichen Gegner sehr viel lieber als die Roboterviecher, aber die Roboterviecher halten scheiße viel aus. Hier ist nichts mehr, sehr schön. Kann ich hier rüber? Will ich das? Weiß keiner so recht, ne? Ich weiß es zumindest nicht. Ach, danke. Mir noch nicht bewusst gewesen.
Scheiße. Da. Einer. Natürlich. Verdammte Hacke. Komm schon. Ich muss irgendwie überleben. Ich habe aber nicht mehr so viel Leben, um das zu überleben. Das war knapp. Jetzt brauche ich tatsächlich Leben. Wenn ich jetzt kein Leben kriege, dann ist es vorbei mit mir. Freeman, soll ich's Ihnen buchstabieren? Schließen Sie die Luken des Silos. Willst du sterben, Dude? Au. Höre ich das gerade richtig? Wie ich das gerade richtig höre. Oh shit! Also irgendwie sind mir gerade schon ein paar zu viele Gegner. Und der Typ geht mir tierisch auf Eier. Wenn die Leute ihn nicht töten, dann töte ich ihn. Ganz ehrlich. Das steuert doch gar keiner mehr. Was zum... Komm ich denn da rein? Gar nicht. Geil. Was? Oh fuck. Also ehrlich gesagt fand ich es jetzt gerade. Ich weiß nicht wohin. Wow. Wirklich hier lang? Nee, hier auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist er tot. Ja, ich werde gleich sterben. Ist er nicht gerade auf mich geschossen oder wer hat auf mich geschossen? Was ist ein Geier? Gott sei Dank, hier geht's gut. Naja, mehr schlecht als recht, ne? Puh. Gut, dass das vorbei ist. Wir mussten warten, bis das Silo sicher und die Schutztüren offen waren. Das stimmt leider. Ich sag Dad Bescheid, dass es dir gut geht. Und ich? Bei mir ist egal, was ich jetzt mache, oder was? Ich hätte jetzt gern einen Kaffee, obwohl. Ja, Alex, ist alles okay? Geht's mir gut? Ja, alles in Ordnung. Und die Basis ist auch wieder sicher. Gut, gut. Wir wollen uns gerade Judiths Übertragung ansehen. Wir kommen sofort.
Freeman muss folgen. Ja, folgen. Hm? So sehe ich das auch. Wenn Sie Dr. Freeman mitnehmen, kann ich zu meinem Ehrenplatz neben Dr. Magnussen zurückkehren. Kein Problem. Danke für die Hilfe. Dr. Kleiner meinte, dass nur mit dem Helikopter nach Norden geflogen ist. Aber er wollte nicht sagen, warum. Okay, wo lang müssen wir? Abgesehen davon, dass da jetzt Ladedaten steht. Ich bin mir recht sicher, das Projekt lokalisiert zu haben. Schwer zu sagen, wie viel noch intakt ist oder ob es dort noch etwas gibt, das unsere Arbeit behindern könnte, wenn es von den Combine entdeckt würde. Natürlich müssen wir es uns noch genauer ansehen. Doch in einigen Stunden dürfte ich mehr sagen können. Wenn sich alles dort befindet, wo wir es vermuten, dann... Ich muss schließen. Ich glaube, man hat uns entdeckt. Ich hätte sie nie gehen lassen dürfen. Sie waren nicht aufzuhalten, Eli. Moment. Hier ist noch etwas anderes. Es ist die Borealis. Verflucht. Unglaublich. Was? Die Borealis gibt's wirklich? Aber ja, auch wenn sie viele für eine Legende gehalten haben. Unsere Kollegen bei Aperture Science arbeiteten an einem interessanten Projekt. Doch bei der Hudson-Forschungsmittel müssen sie wohl gewisse Sicherheitsrisiken ignoriert haben. Ihre Forschungsstation soll einfach verschwunden sein. Einfach weg, mit Mann und Maus. Selbst ein Teil des Trockendocks fehlt. Wenige haben geglaubt, die Borealis je wiederzusehen. Sie hätte nie mehr auftauchen dürfen. Aber jetzt, wo wir es haben, können wir es gegen die Combine einsetzen. Was? Das Ding sollte zerstört werden. Aber denk doch an den Gewinn für die Menschheit. Wir können dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen. Habt ihr nichts aus Black Mesa gelernt? Solche Kräfte kann man nicht steuern. Nun ja, es gibt immer ein Risiko, Eli. Aber wir haben Koordinaten, Pläne, Frequenzen. Einfach genial von Dr. Bossmann, alles in der Trägerwelle zu verstecken. Das bedeutet, dass sie noch am Leben ist. Aber wenn die Combine sie finden, reißen sie alles Wissen aus ihr heraus. Da bleibt nichts von ihr übrig. Aber wir können nicht sicher sein, dass... Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich werde sie suchen. Eli, schlimmer als Judiths Gefangennahme wäre es, wenn du ihnen in die Hände fallen würdest. Sie kennt vielleicht die Einzelheiten der Borealis, aber du weißt alles über den Widerstand. Hör auf, Dr. Kleiner, Dad. Gordon und ich können uns viel besser darum kümmern. Wir bringen sie zurück. Kleiner, wo sind sie? Wo bleibt die Dekodierung? Verdammt, der Code. Ja, Magnussen, ich bin gleich soweit. Warten Sie auf grünes Licht von den Combine? Das bekommen Sie von denen bald persönlich. Ich beeil mich ja, Magnussen. Ich komme zurück, sobald ich fertig bin. Ja, stimmt was nicht? Nicht nochmal. Nein, es darf nicht nochmal passieren. Kein zweites Black Mesa. Da. Gleich mit ungeahnten Konsequenzen. Was hast du gesagt? Dad! Okay, schon gut. Ich stütz dich. Komm, ruh dich aus. Danke, Alex. Mir geht's gleich wieder besser. Okay. Brauchst du irgendetwas? Ehrlich gesagt, Alex, könntest du mir eine Tasse Tee bringen? Im alten Aufenthaltsraum ist eine Heizplatte. Bin gleich zurück. Gordon, passt du kurz auf ihn auf? Wir gehen nicht weg, Kleines. Danke dir. Er geht nicht weg. Bei mir ist es nicht so sicher. Ungeahnte Konsequenzen. Diese Worte habe ich zuletzt in Black Mesa gehört. Du warst gerade in die Testkammer getreten, als er sie mir ins Ohr flüsterte. Du weißt schon, wen ich meine. Unseren gemeinsamen Freund. Freund. Ich weiß, als er mit diesem Kristall ankam, hätte ich den Test abbrechen müssen. Ich tat's nicht. An jenem Tag ging die Welt unter.
Und jetzt? Jetzt benutzt er meine Kleine. Leg dir Worte in den Mund. Gott verdammt. Ich hätte es wissen müssen, dass er sie nur gerettet hat, um sie zu benutzen. Gordon, es gibt so vieles, was ich dir sagen muss. Gemeinsam können wir vielleicht endlich... Hier ist dein Tee. Sonst alles in Ordnung? Oh, nichts, mein Schatz. Okay, kleine Planänderung. Wir können erst starten, wenn diese Strider weg... Oh, Verzeihung, wenn ich die traute Runde hier störe. Ich warte am besten draußen, bis sie fertig sind, ja? Nun, Freeman, ich glaube, ich habe die perfekte Aufgabe für Sie. Mir nach. Lass mich raten, ein Selbstmordattentat hier. Interessant, wie die Verbindungen zu Portal hier in diesem Spiel stehen. Also, wer das gerade nicht... Strider im Anmarsch. Schon eine dieser Kreaturen könnte unsere Rakete abschießen. Wir können den Start erst wagen, wenn alle Strider weg sind. Sie haben gezeigt, was sie können, und die Leute hier scheinen sie zu respektieren. Ich lege daher die Verteidigung von White Forest und meine geniale neue Waffe in ihre Hände. Wir nennen es das Magnussen-Gerät. Das war natürlich nicht meine Idee, aber die Mitarbeiter wollten es so. Natürlich. Ich mag... Nicht so müde da drinnen. Aktivieren Sie die Ausgabestation. Also, das Ganze funktioniert wie eine Art Haftbombe. Ist aber natürlich viel cleverer. Sie müssen einfach das Gerät am Panzer des Striders befestigen und dann darauf schießen. Ich wusste nicht recht, wie man das Gerät starten sollte, aber Ihr Nullpunkt-Energiefeldmanipulator löst natürlich das Problem. Kommen Sie, üben Sie noch etwas, solange Zeit ist. Was? Also ich muss das an die Dinger und dann drauf schießen, okay. Keine Sorge, Freeman. Dieser Strider wird kein Schaschlik mehr aus ihren Freunden machen. Nun, da draußen erhalten Sie alle notwendigen Magnussen-Geräte über Ausgabestationen wie diese. Okay. Zur Sicherheit der Basis sind diese Geräte deaktiviert. Sie explodieren wie diejenigen. So ist gut. Werfen Sie es jetzt dem Strider an den Rumpf. An den Rumpf. Wie man sieht, sind die Magnussens nicht sehr stabil. Sie zerfallen sofort, wenn sie ihr Ziel verfehlen. Gut, jetzt nehmen Sie eine Waffe und schießen. So ist recht. Ja, auf diese Distanz ist das einfach. Es ist natürlich schwieriger, wenn sich das Ziel bewegt und einen angreift. Versuchen wir nun eine schwierigere Aufgabe. Uriah, schick das Ziel ans andere Ende der Gleise. Okay. Also gut, Freeman. Versuchen Sie es jetzt. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen weiter drüben hochziehen. Okay. Nicht mehr ganz so einfach auf diese Distanz, wie? Vielleicht bin ich zu hoch. Den Panzer ziehen. Hab ich? Was? Wo ist denn jetzt dein Problem gewesen? Mein Prachtstück, was? Ich bin hier drüben, wenn Sie bereit sind. Ja, ziemlich simpel halt, ne? Na, genug? Ihr Fahrzeug ist aufgetankt und bereit. Ein Fahrzeug, cool. Jedes Gebäude im Tal hat eine Ausgabestation. Ihnen steht also reichlich Sprengstoff zur Verfügung. Also, ich muss wieder zu meiner Rakete, Freeman. Bitte verschwenden Sie nicht meine Geduld oder meine Magnussens. Oh, und Freeman, wenn Sie das schaffen, verzeihe ich Ihnen auch das Debakel von Black Mesa. Sie wissen schon, die Sache mit dem Mikrowellenessen. Willst du mich verarschen? Willst du sterben? Dammit. Einen Raketenwerfer kriege ich auch. Das ist nett. Lade Daten-Jitter übrigens gerade. Achso, seht ihr sogar. Manchmal sieht man das ja nicht im Stream. Hey, Dr. Freeman, hier drüben.
Ich habe ein bisschen an deinem Auto gebastelt. Hier hinten ist jetzt eine Ablage für Magnussens. Okay. Ich habe das Radar so eingestellt, dass Combine auf dem Armaturenbrett rot angezeigt werden. Und es sendet ein Zielsignal an deinen Schutzanzug, falls du von deinem Auto getrennt wirst. Keine Ursache. Hier die Karte. Wir sind hier am Südende des Tals. Der Rest ist oben im Norden beim alten Sägewerk. Hier. Dort oben werden sie euch den Schlachtplan erklären. Ich bleib hier, beobachte das Feld und melde, wenn was ist. Viel Glück da draußen. Ist das eine Art Endkampf? Nee, ne? Das Sägewerk liegt am anderen Ende des Tals.